herzlich willkommen am Donnerstag. Heute ist die Cindy extra aus Amerika eingereist, um mit uns zu turnen. Aber bevor wir zur Cindy kommen und da ein Tänzchen halten, werden wir uns erstmal ein bisschen warm machen. Das sind 5 Up-Down Walks. Zehn Scapula Push-Up. Ja, Hüfte schön nach vorne schieben und nur an den Schultern aktivieren und einlassen. Und 15 Hip Extension. Sehr schön. Sehr schön. 5 Runden, 5 Up-Down Dog, 10 Scapula Push-Up, 5 Hip Extension. Dann sind wir schön warm und kommen zur Cindy. Wir wollen in 20 Minuten so viele Runden wie möglich machen. 5 Klimmzüge, 10 Liegestütz und 15 Kniebeuge. Ich denke, diese Grundübung, die kennen wir alle. Den Pull-Up haben wir als kritischen Movement auch schon in unserem ersten Video besprochen. Deswegen kommen wir mal zu den Alternativen für den Klimmzug. Der Schwimmer. Ja, der Gymnastik-Swimmer. Einmal den Oberkörper schön heben und die Schultern von vorn nach hinten bewegen. Danach kommen wir zum Knie-Push-Up. Super, Hüfte hier auch schön vorlassen, Brust tippt, Arm streckt. Dazu haben wir noch die Alternative, dass wir entweder einen Tischliegestütz machen können oder uns für die Kniebeuge auf den Stuhl setzen, wieder aufstehen. Ja, das ist vor allem für meine Masters, dass die zu Hause auch schön fit bleiben und die Hüfte schön fröhlich ist. Zum Schluss haben wir nochmal einen kleinen Cooldown und wir wollen dazu nochmal in die Kindesposition gehen, um unseren Brustkorb von vielen Sitzen und von vielen Rumliegen zu Hause etwas zu mobilisieren. Auch wieder für 5 Minuten und der Donnerstag ist geschafft. Wir sehen uns weiter.